Annette liebt die Arbeit mit Tieren und Kindern. Maren hat Schwein und Wein. Das ist die Margarete, unsere Schwarzwaldlady. Und das ist die Anja, unsere Jungwinzerin. Jutta hält Strauße an der Schweizer Grenze. Und Magdalena ist unser Küken und hat ein großes Herz. Hoppla, hoppla, hoppla. Und in die Richtung. In die Richtung. Die Kälbchen auf dem Wiesenhof im Westerwald sollen in den Freiluftstall. Tschup, 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 tschup. Die beiden Familienhunde Alfons und Minna sind wie immer mit dabei. Und noch ein Stückchen weiter, komm. Ja, gleich darfst du hüpfen, gell? Ja, das ist schön. Der Dino hat keine Lust zu laufen. Hab ich doch gesagt. Ja, ich glaube, der ist ganz schön faul. Schön, dass du mir den hier hinbringst. Ja, und ganz schön schwer ist er auch schon. Hä? Ganz schön schwer. Und er winkelt. Er winkelt. Annette Aller erwartet neugierige Gäste. Okay. Guten Morgen. Guten Morgen. Hattet ihr eine gute Fahrt? Ja. Ja? Oh. Annette hat eine Ausbildung zur Bauernhofpädagogin gemacht. Regelmäßig kommen Schulklassen, um zu erfahren, wo Milch und Wurst herkommen. Die Kinder sollen Spaß haben. Vor allem aber lernen, dass man Tiere mit Respekt behandelt. Komm, und der Nächste. Und hier sind wir jetzt bei den Kälbchen. Die sind ungefähr zwischen 3 und 4 Wochen alt. Kalbschnitzel, woher kommt das Kalbschnitzel? Was denkt ihr? Vom Kalb. Vom Kalb, gell? Und ich finde das eigentlich sehr schade, wenn die Kälbchen geschlachtet werden. Wenn sie erst so jung sind und dann schon geschlachtet werden. Ne? Ganz oft ist auch mit den Klassen so, wenn ich sie frage, sagt mal ganz ehrlich, wer schmeißt von euch ein Butterbrot weg oder sowas? Oder isst sein Butterbrot nicht auf? Wo sie dann ganz viele die Hände hochheben und ich ihnen dann sage, du, wenn da eine Wurstscheibe drauf liegt, dann war das vorher mal vielleicht eine Kuh, ein Schwein oder ein Huhn. Und ihr schmeißt das dann in den Müll. Und wenn ich den Kindern das Bewusstsein mitgebe und ihnen dabei erkläre, dass dann Tiere zum Teil für die Mülltonne geschlachtet werden, dann habe ich schon sehr viel erreicht. Langsam. Habt ihr gemerkt? Ihr müsst langsam mit den Händen zu den Hühnern gehen, dann lassen sie sich auch streichen. Lernort Bauernhof heißt dieses bundesweite Projekt, bei dem Annette begeistert mitmacht. Leidenschaftlich gern imkert Annette auch. Vieles dabei hat sie sich in den letzten 10 Jahren selbst beigebracht. Den Rest von Hans gelernt, einem Freund und Nachbarn. Er ist 81. Die habe ich zum Geburtstag bekommen, zum 40. von meinem Mann. Er hat wohl gedacht, ich habe zu viel Zeit und wollte mich noch ein bisschen beschäftigen. So, nimmst du deinen? Der Auslöser für die Überraschung war Annette selbst. Sie hatte in der Rheinischen Bauernzeitung gelesen, dass es früher kaum einen Hof ohne Bienen gab. Nun hat sie 3 Bienenvölker. So, Hans, den Besen haben wir. Dann würden wir mal die Kiste lüften, hä? So. Warte mal. Die Hauptarbeiten machen wir immer gemeinsam, gell? Ja, ja. Wie zum Beispiel heute den Honig schleudern oder die Durchsicht oder Winterbehandlung, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Das ist. Es macht auch zu zweit mehr Spaß. Mehr Spaß. Man kann sich dann nett unterhalten. Ja. Und zwischendurch mal naschen, was der Hans gerne macht. Honig galt im alten Ägypten als Speise der Götter. Ein Topf Honig war so viel wert wie ein Esel. Durchschnittlich 1 Kilo Honig pro Jahr isst heute jeder Deutsche. Annette und Hans ernten nur für den Eigenbedarf. Sieht so sauber aus, gell? Und ziemlich hell. So, die letzte, hm? Zum Schleudern. Ganz bewusst lassen die beiden den Bienen noch genug Honig übrig, damit die Völker stressfrei überwintern können. Gerade schleudern sie Rapshonig.
Der ist besonders mild und Annette benutzt ihn gerne zum Kochen. Es war ja eigentlich die ganze Zeit nicht so ein schönes Wetter gewesen. Und die waren richtig fleißig, finde ich. Ich bin richtig stolz auf unsere Bienen, gell? Ja, die sind, müsste man mal streicheln. Bei mir im Menü ist überall unser Honig versteckt. Also in der Vorspeise, in der Hauptspeise und auch in der Nachspeise. Zur Vorspeise gibt es Süßkartoffelsuppe mit Walnüssen. Hauptgericht wird sein Rinderbraten à la Marokko. Und die Nachspeise gibt es einen Naturjoghurt mit Streusel und Rhabarber. Annette hat sich für ihr Hauptgericht von ihrer Marokko-Reise inspirieren lassen. Schön. In der Küche macht Tochter Antonia schon den Joghurt für das Dessert. Antonia erhitzt dazu 1 Liter Rohmilch auf 40 Grad, gibt einen Becher Naturjoghurt dazu und stellt das Ganze dann in den warmen Backofen. Also der wird jetzt noch warm gehalten, damit die Kulturen da auch ein bisschen arbeiten können, sich vermehren können, damit es halt mehr zum Joghurt wird. Und man lässt den dann eine halbe Stunde oder 2 Stunden, je nachdem, im Ofen. Und macht den dann aus und lässt dann bis morgen den ruhen und kann den dann einfach in den Kühlschrank stellen und dann kann man den schon genießen. Einmal die Woche gehen Annette und Andreas gemeinsam schwimmen. Früher haben sie das abends gemacht. Tagsüber ist es aber eine willkommene Abwechslung und macht fit für den Rest des Tages. Landwirtschaft ist, denke ich mal, nicht gerade der einfachste Job. Und um auch körperlich fit zu bleiben und wirklich einen Ausgleich zu der Arbeit zu Hause zu haben, ist Schwimmen, denke ich mal, schon angenehm. Und es ist, gemeinsam mal runterfahren, mal so 2 Stunden vom Betrieb weg sein. Ja, nach dem Schwimmen mal noch eine Tasse Kaffee oder einen Salat essen. Und dann kann man sich wieder gestärkt ins Geschehen auf dem Wiesenhof werfen. Annette war 16, als sie Andreas kennengelernt hat. Geheiratet haben sie 8 Jahre später. Eigentlich sagt mein Mann immer, das ist schon 25 Jahre verheiratet sein, ist eigentlich wie 50 Jahre, weil wir ja zusammen leben, arbeiten und alles gemeinsam machen. Okay, ich fange dann hier an. Nimmst du dann mal die Kiste? Ist fein. So. Das wären doch schon schöne Haare für die Magdalena, glaube ich. Das ist für das Gastgeschenk für die Damen und die bekommen Vogelscheuchen. Und da habe ich gedacht, es sieht vielleicht ganz witzig aus, wenn die Zöpfe haben in ihrer persönlichen Haarfarbe. Schau mal, da habe ich doch für die Maren die perfekte. Ja. Und hier lege ich dir noch ein paar dabei, ja? Ja. Gut. Wie viel brauchen wir denn noch? Ich glaube, wir machen die, weil ich weiß nicht ganz genau. Vielleicht kann man da auch noch einen Kopf draus machen. Oder kann man ja einen mal. Ich mach mal einen dickeren. Was hältst du denn von der Idee mit den Vogelscheuchen, ne? Ich fand das witzig. Und die werden ja wohl einen Garten haben, oder? Die kann man auch an der Haustüre stellen. Ich denke, das ist ein Popo. Dann haben wir hier, machen wir ein Köpfchen draus. Und dann haben wir hier noch 2 Brüstchen. Die müssen wir irgendwie jetzt so da über Kreuz ein paar Mal hinwickeln. So auch. Jetzt ist der Po ein bisschen verschoben. Also, du musst ja so länglich. Der Po ist ja hinten. Antonia hat ihren Bachelor in Agrarwissenschaften gemacht und arbeitet seit ein paar Monaten bei der Landwirtschaftskammer. Von Toni, wie die Familie sie nennt, kommen viele Impulse, die Tiere noch artgerechter zu halten. Ich würde sagen, die Maren sieht doch ganz nett aus, oder? Ja, okay. Nummer 1. Nummer 1.
Währenddessen sind Andreas und Sohn Jakob auf dem Weg zur Rinderweide. Oh. Ja, nimm du Mehl mit. Ja, warte mal, Jakob, ich kontrolliere mal. Jakob studiert Sportwissenschaft in Mainz und ist nebenbei Fußballtrainer. Den Hof will er eher nicht übernehmen. Kein Problem für die Eltern. Jedes Kind soll seinen eigenen Weg gehen. So, tust du das ein bisschen verteilen, hier so kleine Haufen machen? Wofür machen wir das nochmal überhaupt? Ja, damit wir immer schön in Kontakt mit den Tieren bleiben und damit die das, wenn wir kommen, damit die wissen, dass sie irgendwas kriegen. Kommt her, komm! Komm her, komm! Und wenn wir dann das nächste Mal kommen, dann wissen die, dass die was zu fressen kriegen und dann laufen die uns auch hinterher. Ja, der Bauernhof ernährt uns mal noch fast alle, würde ich jetzt mal sagen, weil die Toni eigentlich der Erste ist, der jetzt schon eigenes Geld auch verdient. Und deshalb leben wir alle von dem Bauernhof. Und dann gilt es auch, wenn Arbeit da ist, dass man die dann auch zusammen macht. Der Tag, an dem die anderen Landfrauen zum Abendessen kommen, beginnt für Annette und Andreas wie alle anderen Tage auch. Stall sauber machen und Tiere füttern. Na, guten Morgen, Jungs. Ausnahmsweise sind heute alle drei Kinder da, aber nicht lange. Franziska, die Älteste, studiert Jazz und lebt in Mainz. Heute Abend gibt sie ein Konzert und fährt deshalb nach dem Frühstück weiter. Und Toni, wie ist die Mama so drauf? Ein bisschen aufgeregt? Wirklich? Ich glaube schon. Also vom Kochen her und so. Aber ich muss zugeben, ich weiß noch nicht, was sie kocht. So ganz genau. Wirklich nicht? Nee. Die Allers führen den Betrieb konventionell. Es ist ihnen wichtig, dass es den Tieren gut geht. Alle 275 haben einen Namen. Milchkühe wie Bullen. Sogar die Hühner. Annette ist überzeugt, dass der Metzger Tiere, die einen Namen haben, anders in Empfang nimmt. Melken ist Annettes Aufgabe. Ich bin eigentlich gar nicht gefragt worden. Vor 23 Jahren hat meine Schwiegermutter einen Herzinfarkt gehabt. Und ja, da ist die Aufgabe an mich übertragen worden. Und vor 23 Jahren, muss ich sagen, war das für mich auch noch eine Pflicht. Da habe ich das nicht unbedingt immer sehr gerne gemacht, weil ich da auch die Kinder noch sehr klein hatte. Und heute ist es für mich aber eine sehr angenehme Arbeit. Und ich kann da meinen Kopf sehr kreativ spielen lassen. Also meine Ideen entstehen eigentlich beim Melken, die ich privat oder Kochrezepte zum Beispiel. Also wir melken nicht mehr mit diesem ganzen Zeitdruck. Wir haben irgendwann mal aufgehört, unseren Wecker zu stellen. Wir werden irgendwann ja wach. Und meistens ist es so, dass wir um 7 Uhr anfangen. Und wenn wir auch mal am Wochenende später anfangen, weil keine Mitarbeiter da sind oder sowas, ist das den Kühen und uns überhaupt nicht mehr schlimm. Und wenn dieser Druck weg ist, macht das alles auch viel mehr Spaß. Weil es ist totaler Blödsinn, sich unter Druck zu stellen und keine Freude bei der Arbeit zu haben. Also ich würde keine Arbeit machen, die mir keine Freude bereitet. Also irgendwo muss es immer Spaß machen. Da komm! Kommt! Ich habe in Kühe eingeheiratet. Also die Kühe waren vor mir da. Ja. Und ja, mir war es früher immer wichtig, einen Mann irgendwann mal kennenzulernen, der Tiere mag. Naja, gut, das waren dann erstmal Nutztiere. Und ich glaube, mittlerweile sind das auch nicht nur noch Nutztiere. Wir haben schon eine ziemlich enge Beziehung auch zu unseren Kühen und Kälbern, was vielleicht früher nicht immer unbedingt so war, aber das haben wir schon. Weil das ist unsere Lucia. Das ist eigentlich eine ganz liebe, ja? Unsere Knuddelkuh. Mittlerweile ist auch der Oldtimer-Bus unterwegs. Zum zweiten Mal in diesem Sommer. Heute geht's durch den Westerwald Richtung Annette. Das war nicht gut, das ist aber gut gegangen.
Letztes Mal war Anja die Gastgeberin. Ja, Anja, wie ist denn jetzt heute für dich zum ersten Mal im Bus zu sein mit uns? Irre lustig, total cool, das mal hier alles von der Perspektive zu sehen. Und es ist wirklich wunderschön hier, also Wetter top und ja, spannend. Ich bin gespannt, was uns heute noch alles erwartet. Kann so weitergehen. Mit auf der Lecker aufs Land Tour sind Jutta Kurz aus dem Schwarzwald-Barkreis, Magdalena Zelder aus der Eifel, Anja Kurz aus dem Heilbronner Land, Margarete Schwer aus dem Schwarzwald und Maren Bornheimer-Schwalbach aus Rheinhessen. Komm mal hier. Geht ihr heute raus? Guck mal da. Hm? Ja? Wünsche ich euch einen schönen Tag. Wer kommt denn da? Hallo? Komm mal her. Der lockt die jetzt alle weg. Tok, tok, tok. Mama? Ja? Haben wir noch Eier? Ja, sicherlich. Kommt, wir gucken mal. Ja, ich habe ein paar Stärken und die mache ich auch gern. Und für andere Sachen kann ich mir ja auch Hilfe holen, die ich dann nicht vielleicht gerne mache. Und ja, und dann habe ich weniger Druck und die Sachen einfach abarbeiten und schnell abarbeiten, damit ich wieder für andere Sachen Freiräume habe. Ich hasse es, wenn irgendwelche Sachen lange rumliegen und man drüber stolpert und es wird ja davon nicht besser. Danke fürs Frühstück. Oh, wer denn die Rühreier gemacht? Hm? Oh. Bist du aufgeregt wegen nachher? Nee, eigentlich nicht so. Ich kenne ja die Dame schon. Ich glaube, der Papa viel eher. Ja, ich freue mich auch drauf. Aber klar, bin ich aufgeregt. Mit fünf Damen soll ich mich nachher beschäftigen. Die sind ganz nett. Sind ja auch vom Lande. Beim letzten Mal wusste man auch noch nicht, mit wem man so zusammen ist und wie das so sein wird. Und jetzt hat man sich einfach schon auf die Tour gefreut und auf die Mädels. Und also es ist ein ganz anderes Gefühl wie beim letzten Mal, aber auf jeden Fall Freude. Die Stimmung ist bombig, aber das war ja nicht anders zu erwarten. Meinst du, die Annette hat Stress? Jetzt so kurz, bevor wir eintrudeln? Die Annette nicht, ich glaube eher ihre Mitarbeiter, oder? So, jetzt aber zacki. Es ist höchste Zeit, den Tisch zu decken. Allerdings nicht auf dem Wiesenhof. Wenige Kilometer entfernt haben sich die Allers ein zweites Wohnhaus für den Ruhestand gebaut. Ihre Villa Sonnenschein. Hier will Annette ihr Dinner kochen und den Abend verbringen. Wenn du das Gefühl hast, dass was zu klein ist, dann tauschen wir das noch mit dem Großen aus. Ich habe eher das Problem, dass ich nicht weiß, welches das große Weinglas ist und was das kleine. Schön ist es einfach zu wissen, dass man eine Option hat, wenn jetzt zum Beispiel ein Kind den Hof übernehmen wollte, wenn das so wäre, könnte man ja ganz entspannt sich zurückziehen oder auch noch hier bleiben, wie es gewünscht ist. Das Geschirr hat Annette von ihrer Tante Doris geerbt. Auch die Gläser sind Erbstücke. Eigentlich ist das ganz einfach gewesen. Das sind Dinge, die andere nicht mehr gebraucht haben. Und ich stehe auf ganz alte Sachen. Und ja, und dann haben die in meinem leeren Haus ja auch Platz gefunden, wo sie stehen dürfen. Ja, und heute kommen sie zur Geltung. Mittlerweile befindet sich der Lecker aufs Landbus auf der Zielgeraden. Kommt raus, traut euch! Ja. Das ist der Alfons. Hi, Margarete! Schön, dass ihr endlich da seid. Wir freuen uns auch riesig. Hallo, ich bin der Andreas. Hallo! Hallo.
Hallo. Schön, dass ihr hier seid. Hi. Die Hunde, das war das Highlight, diese großen Tiere zu sehen. Das habe ich im Leben noch nie gesehen. Also, boah. Ja, ich habe Respekt vor großen Hunden. Ich habe allgemein Respekt vor Hunden, aber das sind dann doch ziemlich große Hunde gewesen. Das ist ein irischer Wolfshund. Man nennt sie auch die sanften Riesen. Also du brauchst wirklich keine Angst haben. Hast du groß wie ich? Ich denke, wir fangen dann mal mit dem Sekttrinken an. Aber ich habe da noch einen kleinen Zusatz drin, und zwar Aronia-Saft. Oh. Lecker. Der ist total gesund, ja? Vor allen Dingen blutdrucksenkend. Und ich denke, das können wir heute. Ja? Ich glaube, mein Mann braucht einen großen Schluck. Also mir würde so eine Flasche für mich reichen, ja? Also ich war noch nie auf dem Bauernhof, gell? Muss ich echt sagen. Das ist wirklich das erste Mal, dass ich so jetzt so richtig mit Tieren so ohne Weine. Also bei dir habe ich auch kein Tier gesehen, weil die haben auch keine Viecher. Okay, dann bist du hier genau richtig, kann ich dir das sagen. Dann bist du genau richtig. Voll gut, oder? So, und ich würde sagen, dann stoßen wir doch mal auf den Tag heute hier an und nehmen den Blutdruck senkenden guten Tropfen zu uns, ja? Ja. Zum Wohl auf euch. Dass ihr hier seid. Zum Wohl auf einen schönen Tag hier. Ich freue mich, dass ihr da seid. Das ist schön mit der Frucht. Ja? Gut, ja. Annette hat eine Platte mit ihrem eigenen Käse vorbereitet. Ein- bis zweimal im Jahr kommt dafür eine mobile Käserei auf den Hof. Essen alle gerne Käse? Prima. Also ich finde die alle unheimlich nett und das war total lustig. Und ja, auch der Sekt und alles, das hat super gut geschmeckt. Der Käse, der Hammer. Ich würde sagen, einfach mir folgen, ja? Dann wünsche ich euch viel Spaß. Ciao. Lasst mir meinen Mann heilen. Andreas beginnt seine Hofführung bei den Milchkühen, dem Herz des Betriebs. So, wir haben 90 Kühe und die komplette Nachzucht. Heißt, alle Tiere bleiben hier auf dem Betrieb. Und die männlichen werden gemästet, bis sie 2 Jahre alt sind. Und die weiblichen brauchen wir für unsere eigene Nachzucht. Wir gehen aber gleich mal hin. Hier bei seinen Rindern ist Andreas in seinem Element. Nichts mehr von wegen nervös. In der Villa Sonnenschein sind Annette und Antonia mit dem Nachtisch beschäftigt. 50 Gramm Zuckerlauch. Ja, das gibt die Streusel. Und zwar nehmen wir Streusel als Boden von unserem Nachtisch. Ja, und dann schauen wir mal, ob das uns gelingt. Annettes Tochter Antonia kocht mit der gleichen Leidenschaft wie ihre Mutter. So, tun wir die mal im Backofen. Ob das gemeinsame Kochen klappt, muss ich allerdings erst noch zeigen. Vor allem Antonia ist da skeptisch. Ja, ich lasse mal 10 Minuten, dann gucke ich sie mir mal an. Oh, gekocht haben wir schon öfter. Ja, aber eigentlich eher entweder Mama oder ich. Also kommt, also Plätzchen machen wir zusammen. Plätzchen mal zusammen oder wenn wir halt, wir haben sogar auch mal mit der ganzen Familie zusammen gekocht, aber das ist eher selten. Er hat einer Zeit und macht dann für alle mit, würde ich sagen. Die Walnüsse von den eigenen Bäumen werden kurz in der Pfanne geröstet. Sieht aber schon ganz lecker aus, oder? Ja. Also ich lasse ihn noch ein bisschen drin und dann... Dann in Butter und Zucker karamellisiert. Als weitere Zutat für den Nachtisch holt Annette Rhabarber aus dem Garten. Schauen. Ich hab's schon mal reingemacht, gell? Schön. Sieht ja cool aus. Schneiden, schnippeln. Hat gereicht, ja. Die schnippen wir mal. Brauchen wir ein bisschen Platz, ne? Obwohl Rhabarber fruchtig sauer schmeckt und wie Obst zubereitet wird, ist er ein Gemüse. Dann bist du gleich soweit, gell? Mhm. Oh, sehr schön süß. Er zählt zu den Knöterichgewächsen und ist mit Sauerampfer verwandt. Um seine Säure etwas abzumildern, dünstet ihn Annette in ihrem Rapshonig. Was meinst denn du, wie viel Honig da? Der ist wahrscheinlich noch sauer. Ja. Komm, hier zeige ich euch jetzt mal noch was.
Du darfst mal gerne das Wasser betesten. Darfst du mal draufstellen. Soll ich mal hören? Ich soll kannst, das kannst, rein. Kannst dich mal da draufstellen. Keine ja? Ahnung. Du bist die Kleinste, komm, du passt besser da durch. Ein Haps und du bist weg. Jetzt pass auf, das bewegt sich. Du wolltest auf eine Kuh, du wolltest auf eine Kuh reiten, also die wird auch nicht beißen. Brauchst keine Angst zu haben. Das ist ja wackelig. Wahnsinnig. Ja, schön. Mach mal Stimmung hier. Die, und jetzt bitte hinlegen. Da ist Wasser drin. Anja, du musst den Kniefalltest machen. Ja, genau so wird eigentlich. Da, so wird eigentlich eine Liegebox getestet. Wenn du auf genau. einer Lehranstalt bist und sollst gucken, ob das bequem ist, dann musst du auch als Bauer einmal so machen. Weil die Kuh. Die lässt sich ja quasi einfach. Und wie gut, dass wir den Kalb so fallen, haben. Ja. Für das Hauptgericht nimmt Annette gut abgehangenes Fleisch von ihren Rindern. Wir essen ja nicht jeden Tag Fleisch. Wir essen zweimal in der Woche vielleicht Fleisch. Und ich denke, das ist okay und ist auch gesund. Und ja, ich habe da kein schlechtes Gewissen bei. Das Tier hat es gut gehabt bei uns auf dem Hof. Und ja, natürlich wäre es schöner, wenn es für das Tier immer leben könnte. Aber wir Menschen haben uns eben über die Tierwelt gestellt. Dann einmal die Möhrchen. Zum Fleisch kommen Zwiebeln und Karotten. Dann löscht sie das Ganze mit Gemüsebrühe ab. Daraus wird später die Soße. Toni, machst du mir mal den Backofen auf? Gemüse und Fleisch müssen nun bei 200 Grad etwa anderthalb Stunden garen. Nehme ich die Zucchini. In der Zeit kümmern sich die Köchinnen um das restliche Gemüse. Ja, der Eddie. Andreas hat die Gäste kurz bei den Kälbchen allein gelassen. Mit dem Spezial-Wiesenhofmobil beginnt die Entdeckungstour durch den Westerwald. Einen kleinen Ausflug? Ja, gerne. Mit uns Kuhente. Cool. Ja. Also diese Kreuzungszucht ist wirklich Wahnsinn, was es im Westerwald alles gibt. Ich bin völlig platt. Westerwald ist nichts unmöglich. Mehrere von uns dachten erst so, ist das jetzt ein Karnevalswagen? Weil sie haben mir erzählt, dass das ursprünglich mal einer war, hat uns dann der Andreas erzählt. Und dass es jetzt halt eine Kuhente ist. Das mit dem hätte man gar nicht gerechnet, dass wir jetzt eine Schlepperfahrt machen. Ja, der Träger, also das war, oder wie wir sagen im Schwarzwald, der Schlepper, war schon spitzenmäßig. So, bitte anschnallen, es geht los. Erster Halt, ein historisches Bauwerk. Hier, das möchte ich euch doch gerne zeigen. 1720 ist Maxein komplett abgebrannt. Aha. Also 120 Gebäude sind da verbrannt. Und da ist nur das Haus übrig geblieben und die Kirche. Und da sind dann wohl Gerüchte entstanden, dass ein unzüchtiges Weibsbild. Oh. Und zwar hat der Freund von dem unzüchtigen Weibsbild, der Pfarrer, hat diesen Freund wohl vor Gericht gebracht. Und aus Rache hätte diese Frau dann die Scheune angezündet. Ist bis heute nicht bestätigt. Und warum werden wir jetzt hier hingeführt? Ja. Immer diese Weiber. Nein. Das soll jetzt nicht irgendwo zum Nachteil der Frauen sein. Ja, aber das Gerücht besteht ja nun einmal. So, dann kann ich noch ein bisschen ruhen. Und dann kümmere ich mich jetzt erstmal um die Soße. Dafür werden die im Ofen gegarten Möhren und Zwiebeln püriert und erneut mit Gemüsebrühe aufgegossen. So wird die Soße schön sämig. Das Rezept für die Hauptspeise, den marokkanischen Rinderbraten, hat sich Annette selbst ausgedacht.
Entscheidend war, welche Gewürze in den Topf wandern. So. Okay, tun wir mal die Soße, ein bisschen zwischen das Fleisch. Ums Gewinnen geht es mir gar nicht. Also, ich möchte trotz alledem punkten bei den Damen, weil ich denke, dass das Gewürze und dass dieses Gericht eben sie woanders noch nicht gegessen haben, weil es ja meins ist. Und mit den Gewürzen gibt es eben einen ganz speziellen Geschmack. Und ich bin natürlich selbst darauf gespannt, wie es denen schmeckt, weil die marokkanische Küche ja auch ein bisschen mit Koriander und mit diesen Dingen, Ingwer, Zimt und sowas, ja nicht unbedingt in Hauptgerichten zu finden ist bei uns. Und ja, ich bin mal gespannt, was sie dazu sagen und wie sie es bewerten. Jetzt nehmen wir den Kohlrabi und dazu gibst du mir bitte noch den Muskatnuss. Jedes Gemüse wird von Annette individuell gewürzt, bevor es zum Fleisch kommt. Zu den Kohlrabi gibt sie zum Beispiel Muskatnuss. Die Karotten werden mit Honig, Zimt und Ingwer verfeinert. Nur ein bisschen Räusch. So wie Annette es in Marokko kennengelernt hat. Die Pfanne füllt sich, ja. Reisen ist für die Landfrau ein wichtiger Ausgleich. In Bewegung bleiben und Neues erleben. Wow. Koriander. Also wir sind ja hier auf dem Hof auch teilweise recht einsam, obwohl wir immer ein bisschen Publikumsverkehr haben. Und ich finde es total spannend, auch mal andere Menschen wieder kennenzulernen. Und dann kriegt man ja wieder andere Dinge mit, wie andere Menschen leben oder was die schon gemacht haben. Und meistens komme ich von irgendeiner Reise nach Hause und habe schon wieder ein anderes Ziel, wo ich hin möchte. Wir haben unser Ziel erreicht. Ja. Sehr schön. Wahnsinnig. Super. Und wir haben auch ein bisschen was vorbereitet. Sehr gut. Hast du noch ein paar Mädels eingeladen? Ja. Jawohl. Da mussten wir so lachen, wie wir uns als Vogelscheuchen gesehen haben, weil die Annette ja auch die passenden Haarfarben gewählt hat. Also es war wirklich lustig und ich finde das Ding super originell und ich weiß auch schon genau, wo ich die bei mir aufstelle und werde wahrscheinlich jeden Tag, wenn ich dran vorbeidenke, an fahre oder laufe, an den Tag hier im Westerwald denken. Ihr könnt ja schon erkennen, wer zu wem gehört hier, oder? Ja. Ich habe mich schon das gefunden. Sind das Kuhschwänze? Ja. Das ist ja geil. Oh, Mama, das ist ja super. Ich habe nämlich gerade gedacht, das ist so griffig. Weil das war so ein Bild für Götter, diese Vogelscheuchen da wirklich zu sehen. Und dann gleich, oh, guck mal, die ist blond, oh, die dunkle, das bist du. Und das war echt köstlich, ja. Sieht sie mir ein bisschen ähnlich, ja, nur so ein bisschen. Ja. Dich nehme ich mit. Annettes Idee mit den Kuhschwänzen, passend zur Haarfarbe, kommt gut an. Grau in Grau. Aber was geguckt. So, sitzt ihr alle gut hier? Fürs Picknick im Wald hat Annette einen Quarkauflauf mit Äpfeln und Zimt vorbereitet. Süßkartoffeln, die Grundlage für die Suppe. Ich dachte, das ist mal was ganz anderes in der Zusammensetzung mit Walnüssen und mit dem Schinken. Und ja, dann habe ich gedacht, probier das einfach mal aus. Die Süßkartoffel reiste übrigens im Koffer von Christoph Kolumbus von Südamerika nach Europa. Als tropische Pflanze braucht sie ein mildes Klima. Pflanzt man sie nach den Eisheiligen, gedeihen manche Sorten auch in Deutschland. Für die Suppe werden die Kartoffelstücke mit Frühlingszwiebeln angedünstet und mit Wein und Brühe abgelöscht. Den hofeigenen Rinderschinken brät Annette in der Pfanne an. Verfeinert wieder mit Rapshonig. Auch dieses Rezept ist eine Eigenkreation. Das ist wie bei dem Melken. Also eine Zeit lang musste ich kochen. Also man musste viele Leute mit irgendetwas satt bekommen, ne? Und ja, das Ausprobieren habe ich aber schon immer irgendwo. Es ist ganz, also ich koche sehr, sehr wenig nach Rezepten. Ja, noch einen. Auch der Nachtisch, eine Annette-Erfindung. Hm?
Sieht schon lustig aus. Na? Auf die Streusel und den Naturjoghurt gibt Annette einen Klecks Rhabarber, der dann darin versinken soll. Zitterst du, Kind? Auch ihr selbstgemachter Aronia-Saft kommt wieder zum Einsatz. Dann noch die karamellisierten Walnüsse und ein Blatt Erdbeerminze als Deko. Ich bin eigentlich mit dem optischen Ergebnis zufrieden. Du auch? Ja. Ja. Ich würde gern probieren. Ein anderes Mal. Du sitzt nicht am Tisch dabei. Ich habe noch einen Rest. Die Gäste fragen sich mittlerweile, wohin die Fahrt geht. Der Hof von Annette ist offensichtlich nicht das Ziel. Ja, also mir ein spekuliert unterwegs. Kommen wir jetzt in eine Waldhütte oder was wird's sein? Also es war jetzt schon Ich hab doch gesagt, es ist bestimmt vom Tochter oder vom Sohn oder so das Haus. Ne? Ja. Huch, wo sind wir denn jetzt? Also da waren wir schon sehr geplättet. Ist natürlich toll hier, schön und ja, schon irre, dass man sowas hat, also fürs Alter, das ist natürlich ein Traum. Annette und Antonia müssen sich beeilen. Die Suppe für die Vorspeise muss noch püriert und mit Sahne und etwas Muskat verfeinert werden. Ja, kannst du ganz einfach. Dann müssen wir erstmal probieren. Dann nimmst du direkt den großen jetzt. Ne. Checken du. Also ich würde sie jetzt so lassen. Ja, definitiv. Definitiv? Heißt zu viel Salz oder okay? Mega lecker. Gut. Ja? So, kommt mit. Geh mal rein, gucken mal. Oh, die kommen, glaube ich, oder? Hallo! Habt ihr einen schönen Tag gehabt? Ja, sicher schön. Ja, ja. Ja. Zur Vorspeise serviert Jakob einen eisgekühlten Riesling. Das löst Spekulationen aus. Ich könnte mir eine Suppe vorstellen mit Fischeinlage zum Riesling. Und ihr? Spargelsuppe. Also Suppe wäre super. Oder sie machen ein Rinderbouillon. Käme ja auch. Der ja jetzt auch wieder so ein bisschen zusammenpassen. Oh, jetzt, Mädels, Achtung. Oh, oh. Jetzt geht's los. Danke. So. Ja. Dann wünsche ich euch einen guten Appetit. Dankeschön. Danke. Danke. Schau mal, was ihr da esst. Ja. Sollen wir es erraten? Also, es duftet schon hervorragend. Ich schon mal genau. Genau, aus meinem Garten. Karotte? Nein. Kartoffeln. Mhm. Aber was für welche? Süße Kartoffeln. Genau. Deshalb die gelbe Farbe. Ich habe mir jetzt gedacht, Wie war denn dein erster Tag auf dem Bauernhof so mit Tieren? Also das Lustigste fand ich bei euch im Kuhstall, wo sich die Magdalena auf das Himmelbett gekniet hat von den Kühen, also dieses Wasserbett. Ja, und sie hat auch wirklich keine Scheu gehabt. Ich würde auch drauf schlafen. Okay. Der Kniefalltest war bestanden. Deswegen haben wir auch ein Wasserbett. Ja. Ja, das kann ich verstehen. Ja. Die Punktevergabe ist geheim, aber loben ist erlaubt. Ich habe noch nie Süßkartoffeln gegessen, weil wir im Schwarzwald können nur die normale Kartoffeln oder wie wir sagen, Herdäpfel. Aber das war schon ein Geschmackserlebnis. Ich fand es super lecker vom Biss her. Also es war halt nicht so langweilig, wie wenn man einfach nur Suppe isst, sondern es war eben dieses Krachende dabei von der Nuss und dann einfach nochmal dieses Herzhafte und was bisschen zum Beißen mit dem Schinken. Also mir hat das richtig gut geschmeckt. Weiter geht's mit dem Hauptgang. Rinderbraten marokkanisch mit vielen Gewürzen und Gemüse. Oh, das sieht gut aus. Riecht ihr das?
Ja, ich ja. Ich auch schon kommen. Ich hoffe, ihr esst das ganze Gemüse, was da drin versteckt ist. Ich stehe auf Gemüse. Essen wir es, ja. Ja? Gemüse. Ja. Dankeschön. Aus welchem Urlaub hast du das Rezept denn mitgebracht? Aus meinem schönsten Wanderurlaub. Und da war ich in Marokko. Oh. Ah. Und die haben ja wirklich sehr, sehr viele Gewürze. Ja. Und da waren wir mal in der Apotheke und haben da Gewürze präsentiert bekommen. In der Apotheke? Ja, in der Apotheke. Und das ist der Hammer. Also, ja. Warst du auch schon mal da? Ja, ich war auch schon da. Ja. Und ja, und dann bringe ich schon mal, weil mein Mann ja so gerne gar nicht mit mir reist so weit, bringe ich schon mal was mit nach Hause, damit er auch ein bisschen was davon hat. Also wenn es nur Gewürze sind und irgendwelche. Also lecker aufs Land goes to Marokko heute. Ja. Genau. Okay, alles klar. Also die Annette hat auf jeden Fall meinen Respekt, so alleine durch die Welt zu tingeln, mit einer fremden Gruppe, die sie nicht kennt. Und natürlich nimmt man da seine Erfahrungen mit und alles, aber ich glaube, das ist immer ein bisschen Typsache. Da muss man der Typ dazu sein, um das alleine zu wagen. Und ich glaube, ich bin da ein bisschen Schisser und ja, ich glaube, alleine würde ich das nicht machen. Toll aus und hat auch super toll geschmeckt. Also es war echt sehr, sehr gelungen, das Essen. Mag denn vielleicht jemand noch einen Nachschlag? Ja, gerne. Ja. Echt, ja? Ich habe noch nie marokkanisch gegessen. Ich war völlig überrascht und es war mega lecker. Also sowohl das Gemüse als auch die Soße, das Fleisch, das hat alles super harmoniert. Die Gäste sind begeistert. Ob sich Annette mit ihrem Mut an die Spitze gekocht hat? Bis zu 10 Punkte können pro Gang vergeben werden. Und dann am Ende noch einmal 10 für das Gesamtkonzept des Menüs. Mal ganz was anderes, nicht so jetzt speziell aus der Region, sondern von ihren Erlebnissen, von ihrer Reise. Also ein Stück von ihrer eigentlich dann. Da bin ich wieder. Hallo. Und habt ihr alles gut hingekriegt? Einmal. Ja. Ja. Oh. Dann können wir uns ja jetzt auf den Nachtisch freuen. Der kommt schon. Oh, das sieht aber sehr gut aus. Wow. Schaut mal, ob es euch schmeckt. War crunchy. Mhm. Crunchy. Also die Überraschung im Wald, die war ja riesig mega, gell? Also wenn wir da hingefahren sind und dann uns da gesehen haben als Vogelscheuche. Also das sollte jetzt nicht unbedingt eine Vogelscheuche zum Erschrecken sein. Ja, das war ein Bild für Götter. Nee, das war so lustig, weil die Haarfarben, das blond. Und dann haben wir uns einfach wieder erkannt. Ja, ich war so froh, dass ich eine Kuh gefunden habe mit schwarzen Haaren. Ein letztes Mal heißt es nun, Punkte vergeben. Für Naturjoghurt mit Streusel, Rhabarber, Walnüssen und Aroniasaft. Und den Gesamteindruck. Das fand ich auch sehr lecker. Vor allen Dingen halt auch wieder das Rückführen zur Kuh. Ich sag mal, mit dem Naturjoghurt hier, eigene Herstellung. Ja, der war halt super lecker. Also man merkt einfach den Unterschied, ja. Der Joghurt war ein bisschen flüssig. Also, aber ich habe das dann, so wie meine Kleinen zu Hause, mit dem Löffel schön gemischt. Und dann ließ ich das, wenn man das schön durchmischt hat, ließ sich das wunderbar essen. Und geschmacklich war es wirklich toll. So, meine Damen, ich hoffe, euch hat es geschmeckt. Ja? Ich würde jetzt die Bewertung einsammeln. Ja, ja. Hast gut gekocht. Ja. Nee. Super Unterschied. Ich habe gar nicht gekocht. Schönen Abend. Tschüss. Tschüss. Wir sind durch. Wow, ich, cool. Ja. Ich bin auch echt froh jetzt. Und ich glaube, die waren im Großen und Ganzen richtig gut zufrieden. Ja. Mit allem drum und dran. Du haben im Wald, haben ja, mit deinem Picknick. Gemacht. Ja, wir haben es gut gemacht. Ja, danke. Ja. Ja. Nächste Woche wird in Rheinhessen gegessen. Bei Maren Bormheimer Schwalbach. Oh, mit dem Küchenpersonal. Toll, das war super. Ich freue mich schon das nächste Mal auf euch. Ja.